Hallo meine Freunde des pixeligen Geschmacks, hier ist wieder Pixelspaß mit dem letzten Teil von Manic Mansion und Bernard ist immer noch auf dem Weg zum Telefon. So, benutz Werkzeug mit Telefon. Das ist nämlich kaputt. So, jetzt Person. Davy Pavy. Den stelle ich ab vor Ednas Tür. Da hatte ich jetzt aber echt Glück. So. Bernard, benutz Telefon. Was haben wir gesagt? 7537. Wer könnte das sein? Hallo? Wer ist da? Ist das ein obszöner Anruf? Das klingt aber gar nicht danach. Es fehlt das Gestöhne. Hier, lassen Sie mich das mal vorführen. Das ist ziemlich eklig. Öffnen wir die Tür. Nehmen wir den kleinen Schlüssel, da ist er nämlich. Und dann die Leiter hoch. Zack, 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 zack. Ach Gott, hier ist ja auch dicht. Was ist? Gemälde, Gemälde. Hier ist doch mit Sicherheit. Ziegelgemälde. Das geht schon mal. Bringt aber nichts, weil... Ich möchte euch das ja auch zeigen, wie es hier aussieht. Wand, Geldschrank, Luke. Gemälde. Es ist hier auch zu dunkel, glaube ich. Ich muss auf jeden Fall... Licht anmachen. Was mache ich denn nun? So. Wir werfen mal. Benutzt 10 Cent Münze mit Münzschlitz. Das dürfte schon fast richtig sein. Ach, ich kann schon lesen. Gut. Alles zurück. 10:29. Nimm verschlossener Umschlag. Was sonst noch was? Die Lampe ist direkt die Luke, wenn du hochkommst, direkt darüber ist die Lampe mit einem Fädchen. Okay.
Da ist sie. Ich danke dir. Ja, jetzt haben wir, jetzt könnt ihr den Raum doch sehen, auch hier. Hier ist wieder Bernhard. Ich dachte, der telefoniert noch mit der Alten. 7537. Hallo? Sind Sie das wieder? Da, und Dave, runter mit dir. Oh Gott. Hau ab, du Puppe, und das schleimige Etwas. Rühr mich nicht an. Puppetentakel. Hör auf, mit den Experimenten zu spielen. Bring sie her, die Maschine läuft. Hehehe. Hihi. Jetzt muss ich aber beeilen. So. Sehr gut. Wo will sie denn hin? Sagt, sie kommt zu mir, Süßer. Wo wollte die denn jetzt hin? Das war knapp. Benutz kleine Schlüssel mit Münzbehälter. Yes. Nimm Münzbehälter. Ah. Okay, Moment. Lies, geht das jetzt schon? Nein, natürlich nicht. Man muss Geld einwerfen. Was ist das denn für ein Mist? Kein Problem. Bernard to the rescue. Wir brauchen nämlich 25 Cent. Einen Quarter. Und den finden wir wo? Wo finden wir den? Im Verlies. Dass wir großzügig im Gang sind. Ich hätte mich eigentlich auch von Edna... Naja. Egal. Von Edna fangen lassen können. Jetzt sagt nur, er hat nicht den richtigen Schlüssel. Hey Ed, der Meteor will sich mal deinen Hamster und Elektroschockstab leihen. Dein Meteor möchte meinen Hamster? Niemals! Pass lieber auf, Ed. Der Meteor mag das überhaupt nicht. Er glaubt übrigens, dass du die purpurne Schlüsselkarte geklaut hast. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ohne die komme ich nicht zum Meteor. Tatsächlich? Pass auf, mein Sohn. Ich habe eine Idee. Ich nehme jetzt Razor, und lasse die gefangen nehmen. Und dann nimmt sie gleich Dave mitgefangen. Und auf dem Weg auch noch Bernard, aber ich habe ja alle Schlüssel. Das weiß ja keiner. Oh, ein ungebetener Besucher. Ich hab dich. Sei froh, dass du kein Junge bist. Sonst hättest du jetzt große Probleme. Okay. Und der hat auf dem Weg die anderen nicht entdeckt? Geil. That is what I like. Lag hier kein 25-Cent-Stück? Hier lag doch irgendwo ein 25-Cent-Stück.
Okay. Benutz alte rostige Schlüssel. Nee. So, dann gehen wir da erstmal gucken. Person Dave. Benutz silberne Schlüssel mit unteres. Das ist es falsch. Dann benutz leuchtende Schlüssel. Öffne äußere Tür. Jetzt brauche ich nämlich doch schon den. Jana, ich hänge fest. Ich brauche ein 25-Cent-Stück. Die Münze aus dem Sparschwein. Ja, die vier Münzen oder drei. Das keine dabei? Nee, das sind 10 Cent. Die brauchte ich, um das, um oben den das Fernrohr zu bringen. In den Briefumschlag, da wäre noch was drin. Ja. Da ist er auch. Hast vergessen? Ja. Tja, das seht ihr mal, Leute. Das ist das Alter. Das ist das Alter, das stimmt. Edna, ich habe Probleme mit dem Zombie-Matic. Ich muss mal den Strom abschalten. Er wird etwa 5 oder 6 Minuten fehlen. Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Du bist seit 5 Jahren ewig da unten im Keller. Und ich sehe dich nie. Manchmal denke ich, du liebst den Meteor mehr als mich. Bleib ruhig, meine kleine Prinzessin. Bald wird alles ganz anders sein. Sicher. Ich hab doch... Warum... Ist die Tür jetzt wieder zu? Benutz alte rostige Schlüssel mit Tür. Eigentlich verstanden. Dave? Gebe verschlossener Umschlag zu Razor. Gebe Briefmarken zu Razor. So. Und die liebe Razor öffnet jetzt den Brief. Benutze Krug mit Wasserhahn. Achso, dazu muss ich natürlich erstmal einschalten. Dr. Ed spielt wieder Meteor. Benutze Krug mit Wasserhahn. Aus Wasserhahn. Benutze Krug mit Wasser mit Mikrowelle. Benutze verschlossener Umschlag mit Mikrowelle. Ein Mikrowelle. Nimm Umschlag. Öffne Umschlag. 25 Cent Münze. Ja, es ist ja richtig. Ist ja.
benutze Kassette mit Umschlag. Benutze Briefmarken mit Kassette in Umschlag. Jetzt werden wir dem Tentakel mal zu einem Plattenvertrag verhelfen. Ach, ist keine Adresse drauf, okay. Dann muss ich erst nochmal hoch. Hat sie das Paket? Natürlich nicht. Aber wir machen erstmal was Lustiges. Nimm Krug mit Wasser. Benutz. Hamster mit Mikrowelle. Die Tür ist geschlossen. Ah, okay. Benutz Hamster mit Mikrowelle. Ein Mikrowelle. Öffne Mikrowellenherd. Nimm explodierte Hamster. Schmatz, dunkles oder helles Fleisch. Ich glaube, ich nehme etwas vom hellen Fleisch. Obwohl dann so einen kleinen Hamster eigentlich nicht dran. Ich glaube, es sollte auch mehr ein Meerschweinchen als ein Hamster sein, aber. Ich will nichts behaupten. So. Achso. Person Razor. So, gebe. 25 Cent Münze zu Dave. Nicht wundern, Dr. Ed hat das Licht ausgemacht. Benutze Kassette im Frankierten. Sie tippt die Adresse des Verlegers. Im Dunkeln. Sie kann halt 10 Finger schreiben. So. genau. Dave geht auch hoch. Wie lang ist das hier dunkel? So. Das sind die nächste Tür ist die von Edna. Dann ist das die von Ed, oder? Nein, das war Ednas Tür. Oh, mein Kommandopaket. Nun musst du meine Pläne finden. Ich habe sie irgendwo verloren. Siehst du, der böse Meteor hat meinen Vater wahnsinnig gemacht. Ich muss in sein Labor und ihn retten. Ich brauche mein Kommandopaket und die Pläne, aber die habe ich verloren. Komm zurück, wenn du alles hast.
Nebenbei, hast du meinen Hamster gesehen? Nö. Wo könnte der denn sein? Welche Pläne möchte er denn? Ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Denn es reicht uns, wenn wir einen zur Hilfe haben. Und ich hole mir ja Tentakel zur Hilfe. Das war falsch. Es ist so verdammt lange dunkel. Ist jetzt echt 6 Minuten das Licht aus? Ja, hier draußen ist ja Gott sei Dank. Benutze Briefkasten, genau. Schließe Briefkasten, schließe Briefkasten, benutz Fähnchen. Sehr gut. Es ist immer noch dunkel. Lesemanuskript. Okay, das war's auch nicht. Egal. Der Mister hat ja hier die... Wo könnten denn die Pläne sein? Wir gehen mal... Ach so, das geht ja auch nicht. Bin mal gespannt. Vorausgesetzt... Ah, das Licht ist wieder da. Da sind doch die Pläne, oder? Ne, die Kommandokarte. Ach, die Pläne, das war das, was Dave entwickeln muss, glaube ich. Nicht Dave, Michael. Der ist im Fotoclub doch. Ja. Benutzt 25 Cent Münze mit Meteor Mess. Drei, drei, null, eins. Ach so, ja, oder so, ne? Da ist es bald kürzer, sich gefangen nehmen zu lassen. Ja, wir rufen jetzt die Meteorpolizei. Alles andere dauert mir zu lang. Benutz
Funkgerät. Achso, erstmal lesen. Lesefahndungsanzeige. Gesucht wegen grauenhafter Gewalttaten. Ein mörderischer, schleimiger Meteor. Rufen Sie an 1977. Hier ist die Meteorpolizei. Sie haben einen Mördermeteor gefunden? Ich bin in 5 Minuten da. Oh, und machen Sie vorher das Labor auf. Und ein Tipp für Sie. Bleiben Sie unter Lichtgeschwindigkeit. Ich hab dich. Wie dumm von mir. Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. Benutzt alte rostige Schlüssel mit Tür. Die innere Tür ist auf. Jetzt müssen wir nur noch auf die Meteorpolizei warten. In der Zwischenzeit lasse ich Dave auch mal gefangen nehmen, damit wir alle da unten drin sind. Öffne Tür. Oh, man konnte sogar, wenn man schnell genug war. Eine Kassette. Wo ist denn hier der Abspielknopf? Wundervoll. Wahnsinnig. Spitze. Das wird ein Mega-Hit. Ich muss sofort einen Vertrag aufsetzen. Ich hab dich! Wie dumm von mir. Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. Der zweite, den sie fängt, Kerl, und auch den hat sie nicht ans Bett gefesselt. Ich glaube, sie weiß gar nicht, was sie will. So, wir speichern kurz. Und jetzt ist nämlich das Spiel schon gleich zu Ende. Ab in das Verlies. Eindringling. Und dieses Mal gehe ich sicher, dass du nicht wieder abhaust. Ja, wir müssen auf die Meteorpolizei. Ich lade kurz. Schnurz. Wir müssen auf die Meteorpolizei warten. Der
Der Doktor spielt wieder. Ja, wir warten auf das Christkind. Ich mache hier einen kleinen Schnitt. Wenn die Meteorpolizei kommt, sehen wir uns wieder. Auf geht's, schnappen wir sie uns. Ärger mich nicht. Geht beiseite. Du bist das schleimige Purpurmeteor. Oh nein, ihr habt mich gefunden. Du kommst mit mir mit. Zack, da war er weg. Okay. Jetzt ist die Frage, lässt mich Purpur denn jetzt durch? Purpur lässt mich durch. Ich habe nämlich das Abzeichen. Dass wir jetzt den Purpur-Tentakel vorlegen, gebe Abzeichen zu Purpur-Tentakel oder Lila. Du arbeitest mit der Polizei zusammen? Dr. Fred hat mich dazu gezwungen, ihn bei seinen Plänen zu unterstützen. Es ist seine Schuld, ich bin unschuldig. Er ist da drin. Holt ihn, verhaftet ihn, tötet ihn. Er ist verrückt, ich helfe dir. Ich bin dein Freund, vertrau mir. Ah! Jetzt klingelt's. Es ist typisch. Purpurne Tentakel, Eindringlinge. Ja. Öffne Schrank, nimm Schrank, genau. Benutze Schlüsselkarte mit Kartenschlitz. Öffne Tür. Benutz Schalter. Oh, was ist passiert? Ich fühle mich viel besser. Ich werde nicht mehr kontrolliert. Aber halt! Die Selbstzerstörung wurde eingeleitet. Ich versuche, sie auszuschalten. Ich hab's geschafft. Grins. Entschuldige, dass mein verrückter Plan so viel Ärger bereitet hat. Wie kann ich mich jemals bedanken? Bargeld wäre nicht schlecht. Sei kein Freistags. Herzlichen Glückwunsch. Gewonnen. Drücke F7 für ein neues Spiel. Herzlichen Glückwunsch, gewonnen. Ja, das war's, meine Lieben. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Als nächstes dürft ihr euch auf ein super special mit dem lieben Gregor freuen. Wir spielen Zack McCracken. Also schaltet ein bei Classic Adventure Time mit Pixelspaß. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, abonniert mich und gebt mir ein Like. Bis dann!